Hallo und hallo, hier ist mal wieder der Andi. Schön, dass auch ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, letzte Woche habe ich euch ja gezeigt, wie man diese Ranggitter flechten kann. Heute möchte ich euch ein Hybrid-Ding daraus zeigen, und zwar zum einen als Beetbegrenzung zu verwenden, zum anderen eben auch als Ranggerüst. Am besten, wir fangen direkt an. Als erstes nehme ich dafür wieder meine Weiden. Das sind Weiden aus der diesjährigen Ernte. Die sind schon so ein bisschen angetrocknet, also die werden nicht mehr wieder austreiben. Da kann man einen Teil quasi entasten. Hier ist jetzt gar nichts dran. Dicke Ende abschneiden. Kommt hier außen mit rein. Wie gesagt, Seitenäste abschneiden. Den genauen Aufbau hier und die Bohrungen mit Maße, das zeige ich euch am Ende dieses Videos. Damit ihr nicht dasselbe Schicksal erleiden müsst, machen wir jetzt Folgendes. Wir binden das einfach oben mal an so einen Stock mit an. Sprich, in der ausreichenden Höhe, damit wir auch hier trotzdem gut arbeiten können. Dann erst die andere Seite. Auch hier einmal anbinden. Und die anderen genauso. Und jetzt können wir starten. Als zusätzlichen Halt während des Flechtens habe ich mir hier die Endstücken, die ich abgeschnitten habe, einfach mit der Schere schräg angeschnitten und stecke die quasi als Halt, als Keil so ein bisschen hier hinten mit rein, damit das Ganze noch ein bisschen gescheit steht, während ich das verarbeite. Damit die Abstände zwischen den großen Staken nicht zu groß sind, habe ich mir hier so kurze Weidestöcke gemacht. Die sind jetzt so circa 19-20 cm lang. Die werden allerdings noch mehr gekürzt, denn dieses Band, das hier reingeflochten wird, soll keine 20 cm hoch sein, sondern das ist ja nur ein Halteband. Die Weiden, die ich hier heute für verwende, die sind ein bisschen kurz, ein bisschen dünn eigentlich dafür, aber man kann ja dafür ein paar mehr einflechten. Die sind 1,40 m lang, verhältnismäßig dünn, wie ihr seht, also zumindest gegenüber den Staken, aber das funktioniert trotzdem. Könnt ihr mal zuschauen, ich lege die quasi ein und fange an, im Grunde ganz normal vor ein, hinter ein zu flechten. Außen gehe ich wieder doppelt drumherum, wie bei dem anderen Ranggitter eben auch. Ihr seht, das ähnelt doch sehr den Beetbegrenzungen, die ich euch ja schon mal gezeigt habe. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, werde ich euch die hier oben noch verlinken. Ich habe gerade beschlossen, ich werde von dieser Sorte hier auch noch was einflechten. Die sind zwar schon ein bisschen steif, aber so mal zwei Reihen einfach nur quasi an außen auch enden geht auch mal. Die sind nämlich so schön rot gefärbt, die kann man da wunderbar auch mal mit einarbeiten. Machen wir jetzt einfach mal. So. So. Und einen zweiten. Da wechsle ich einfach nur die Dicke. Da habe ich hier dick angefangen, jetzt fange ich hier dick an. Und das Ganze nochmal. So. Und weiter mit der Korbweide. Und das Ende hier rein. Mal schauen. Das sind jetzt 11 cm in der Höhe. Das langt. Als nächstes können wir erstmal die Enden abschneiden, wie wir sie hier drin haben. Und jetzt werden wir erstmal hier oben den Stab wieder lösen. So, als nächstes werde ich in der Höhe ungefähr bei 70 cm das Ganze zusammenführen. Und das mache ich wie folgt. Zur Vorbefestigung nehme ich mir erstmal wieder eine Schnur und nehme den 1, 2, den dritten Trieb davon. Biege den bei 70 cm etwa runter. Der Bogen soll etwa so sein. Binde den erstmal fest. Da lässt sich doch deutlich einfacher arbeiten.
Dasselbe mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und auch von hier den 1, 2, dritten Trieb nehmen. In einem Bogen rüberbiegen, ähnlich dem, der hier drüben ist. Die beiden in der Mitte werden auch zusammengeführt, etwa in der gleichen Höhe wie die äußeren, also etwa bei 70 cm. Eben schauen, die haben wir hier. Ich hoffe, man versteht mich heute überhaupt. Zur einfacheren Verarbeitung werde ich die hier oben ein Stückchen einkürzen, noch nicht endgültig, aber deswegen auch ein bisschen länger gelassen. Aber dann lässt sich das besser verarbeiten. Die beiden letzten noch stehenden werden einfach etwas erhöht hier oben zusammengebunden, abschneiden. Und ich habe mal wieder einen Zaungast. Ja, möchten Sie mir helfen? Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich bei den oberen Spitzen jeweils, also hier in der Mitte und außen, ein sogenanntes Gottesauge flechten werde. Das kann ich euch gerne nochmal hier oben verlinken. Und hier unten jeweils rechts und links und hier oben rechts und links würde ich dann mit einem japanischen Auge das Ganze verbinden, um dem Ganzen noch ein bisschen Halt zu geben. Wie gesagt, hier mache ich ein japanisches Auge mit drauf. So, einmal drum herum fassen. Wenn ihr wissen wollt, wie das genau geht, werde ich das euch hier oben nochmal verlinken. Einmal um den Mittelpin drumherum festhalten. Durch. Wieder von um den Mittelpin. Wieder hinten rum zur anderen Seite. Hier drumherum. Wieder hinten durch. Wieder von der Seite drumherum. Und jetzt machen wir den Abschluss. Obwohl, nein, wir haben ja noch genug Weide. Wir gehen nochmal drum herum. Sieht ja auch schön aus. So, aber jetzt mache ich mit dem Friemen hier wieder ein bisschen Platz. Gehe mit der Weide dorthin durch und ziehe das Ganze fest. Tada! Ablängen und fertig. Und jetzt ein Gottesauge. Und das Ende arbeite ich jetzt hier drunter. Einmal ein bisschen anspitzen und dann ein bisschen Platz schaffen. Und durchstecken. Tada! Und hier kommt jetzt das letzte Gottesauge drauf. Und zwar so. Tada! So, soweit sind wir jetzt mittlerweile gekommen. Mir ist allerdings aufgefallen, da fehlt noch was. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn ich hier und hier und da noch so ein Kreiselement reinbringen würde. Das machen wir jetzt mal. Dafür nehme ich mir wieder mal eine Flechtweide. Schauen wir mal, ein bisschen kleiner.
Prima. Den Ring flechte ich aus zwei Weiden, damit er auch eine gewisse Dicke hat. Die Enden einmal abgeschnitten. So, und das Ganze dann hier mit einer ganz normalen Bindung angebracht. Diese Ringe bringe ich an mit einer Wicklung, mit der ganz normalen Wicklung. Das heißt, dazu klemme ich das hier ein bisschen fest, nehme mir eine Weiderute, die einmal nach oben, binde mir die hier über den Daumen rüber, immer schön hier durch, schön eng. Und hier dann über sich selbst wickeln, das ist wichtig, sonst funktioniert die Wicklung nicht. 2, 3, 4, ach, geht noch eine drum. So, und jetzt wird das dünne Ende direkt hier neben dem dicken Ende durchgeschoben und festgezurrt. Einmal durchziehen und festziehen. Andere Seite gegenziehen. So, wunderbar, die Enden abschneiden. Und das gleiche jetzt auf der Seite und so mache ich es mit den anderen beiden Ringen genauso. So, der erste Ring ist fertig und jetzt machen wir noch die beiden anderen. Und zwar so. Tada! So, jetzt ist das Ganze auch schon fertig. Und damit auch ihr das besser sehen könnt, gehen wir vor einen anderen Hintergrund. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen inspirieren konnte, selbst mal sowas auszuprobieren. Das ist ja nur eine Möglichkeit, sowas mal selbst zu flechten. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Gerne auch den Kanal abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao, euer Andi.